Wunderschönen guten Tag, meine lieben Ersa-Freunde. Ein kurzes Update zu mir. Ich halte das kurz, denn ich hasse das, wenn YouTuber über ihr Privatleben erzählen. Es interessiert kein Schwein. Man will nur coole Videos sehen. So, und zwar einmal zu dem Tinnitus. Wer das nicht weiß, ich habe auf einem Airsoft-Spiel eine Granate abbekommen, die dort eigentlich nicht hätte sein dürfen. Es waren nur Rauchgranaten, pyrotechnische Rauchgranaten und Tornado-Granaten erlaubt. Aber es war eine Granate dabei, die hatte einen Sprengsatz und hat auch Erbsen verteilt. Leider war diese Granate ungefähr so weit von meinem Gesicht entfernt. Deswegen hatte ich einen Tinnitus danach, bin dann zum Arzt gegangen und der hat mir Pillen gegeben. Und das war's dann. Das war quasi das letzte Update, was ich dazu gesagt habe. Da bin ich nochmal zu dem Arzt hingegangen, weil ich das sollte, nachdem die Pillen alle waren. Und der dann so, und ist der Tinnitus weg? Nee, der ist noch da. Ja, was soll das? Bleibt der jetzt für immer? Ja. Bei Mensch, ärger dich nicht, wäre das aber nicht passiert. Kein fucking Witz! Hat er. Aber das ist natürlich nicht so cool wie Airsoft. Okay, nee, kein Witz. So hat er mir das erzählt. Das heißt, ich habe jetzt ein Piepen im Ohr für immer. Aber sich aufregen hilft nichts. Tatsächlich finde ich solche Granaten sogar ziemlich cool. Wäre halt cool gewesen, wenn ich es vorher gewusst hätte, dass sowas da rumfliegen kann. Weil ich bin halt davon ausgegangen, als das Ding auf meiner Schulter gelandet ist, während ich im Gras lag, dass das Teil eine Rauchgranate ist. Und dann habe ich halt entsprechend, wollte ich das nehmen und dann ist mir das aufgefallen, dass es keine ist. Okay, warum kamen so lange keine Videos? Ganz einfach, ich habe keine Zeit, ich mache eine zweite Ausbildung und da hänge ich mich voll rein, weil mir das wichtig ist. Das war's. Aber es gibt ein paar Menschen, die sich dann denken, okay, da macht keine Videos mehr, dann mache ich mal einen Kanal auf und nenne ihn genau so wie er und nehme ein Bild von ihm und dann sage ich, ich wäre er und ich habe einfach nur keinen Zugriff auf die anderen Kanäle. Ganz schlau. Ich sage euch jetzt einfach nur meine vier Kanäle. Erstmal den Hauptkanal, auf dem du gerade das Video hier guckst. Dann DSLR Muffin. Das ist der Zweitkanal. Da habe ich ein paar Unboxings hochgeladen und auch ein bisschen Kleinkram. Einfach auch was nicht unbedingt was mit Airsoft zu tun hat. Dann The Airsoft Muffin. Das ist ein Kanal mit 2 Abonnenten, auf denen ich die Videos, die ich hier hochlade, in englischer Form hochlade. Sowas. Und danach habe ich einen Gaming-Kanal, der heißt Gaming Muffin. Alle Kanäle sind unten in der Beschreibung. Aber da habe ich schon ewig nichts mehr hochgeladen. Naja, gut. Das war's auch schon, Leute. Tatsächlich. Für die Leute, die es interessiert. Dankeschön an Mario Lopez und an Jan D. Die beiden helfen mir auf Patreon. Das ist ziemlich geil, weil ich habe halt wegen der zweiten Ausbildung wenig Kohle. Und auch, mein Gott, meine Schrift ist behindert. Herminta, ich glaube, die haben dich auch vermisst. Komm. Mach mal was Cooles. Ja, dann halt nicht. Gut, wunderschönen Tag noch. Muffin. Das war es auch schon wieder von mir. Das war nur noch ein schnelles Unboxing. Unboxing? Aber ich habe halt auch sehr wenig Zeit wegen der Ausbildung und auch, weil ich samstags oft noch arbeiten muss. Da gibt es auf Patreon. Deswegen habe ich einen Patreon-Account gemacht. Wer da möchte, der. Ach, das klingt schon wieder wie Battlen, ey. Fuck. Erstmal den Hauptkanal. Blablabla. Ihr sicher, bleibt da ruhig. Ja, dann setze ich mich auf dich drauf. Ja, ja.